Willkommen zur Demo hier, Artikel 13, Hashtag nie mehr CDU, Hashtag nie mehr Axel Voss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir etwas Älteren, die halt nicht zu dieser Jugend gehören, die jetzt hier mit Kameras in Dortmund, Berlin rumlaufen. Überall waren schon Demos, in Dortmund nicht, aber in Köln und jetzt in Berlin. Am 23. März wollen alle nochmal ganz groß demonstrieren wegen Artikel 13, Hashtag nie mehr CDU. Herr Voss hat da etwas gemacht, was an sich so gar nicht hätte sein sollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 1989 hat Sir Tim das World Wide Web sozusagen, nicht durch Zufall, aber er hat durch Zufall beim Aufräumen seines Schreibtisches mit seinem erstklassigen Rechner in Bern, in der Schweiz, wo er tätig war, das erfunden sozusagen. So, 1995 haben solche Leute wie meiner einer mit seiner Firma, die 1976 analog-digitale Technik verbreiten wollte, den sogenannten Datenhighway mit Zuhilfenahme von Maschinen. So, was ist geschehen? Geschehen ist, dass die Stiefsöhne des Gedanken World Wide Web daraus eine Farce gemacht haben. Eine Bezahlfarce mit Datenklau. Denn jeder von euch soll Daten nach oben fahren. Am liebsten alles von euch, damit jemand das abgleichen kann und damit Anwälte schön drin rumwuseln, um euch Abmahnungen auf den Weg zu bringen. Ja, das ist aber nicht der Kerngedanke, denn das World Wide Web Foundation, wo auch ich angehöre, the World Wide Web Foundation, seit 15 Jahren wird daran gearbeitet und langsam aber sicher spruchreif. The World Wide Web muss wiederkommen im Ursprung, damit jeder weiß, was das überhaupt ist. Das World Wide Web ist für alle Mann, aber alle Mann sind nicht angeschlossen. Viele 1,5 Millionen sind noch überhaupt nicht oder wissen gar nicht oder kommen gar nicht klar damit, was ist das denn, das Ganze überhaupt. Vor allen Dingen ist das World Wide Web, dieses World Wide Web, nicht das World Wide Web, was Sir Tim da in 2012 nochmal vorgestellt bei der großen Olympiade. Ein Dankeschön an ihn, dass er dieses soziale Projekt, er hat ja gar keine Rechte darauf angemeldet. Er hat aber das Recht zu sagen, stopp, so geht es nicht. The World Wide Web Foundation ist schon das Richtige. Am 12. März ist das World Wide Web 30 Jahre alt und seit 30 Jahren ist man darin involviert. Als Firma, als Privatperson, als Filmemacher, Fotoherstellung, als Firma ist man darin involviert. So, was möchte man jetzt euch damit sagen? Man möchte euch damit sagen, dass wir hier den verkehrten Weg gehen, den totalen verkehrten Weg. Politiker mischen sich ein, Realunternehmen mischen sich da ein und zerstören den sozialen Gedanken an World Wide Web. World Wide Web ist dazu da, um alle zu verbinden. Da gibt es nicht, du hast hier mein Urheberrecht geklaut, das war so nicht geplant. Denn jeder sollte nur das online stellen, was er auch abgeben wollte. Aber mittlerweile sieht die Sache ja anders aus. Viele sind Fans von irgendetwas und knallen das da rein. Ihr seht, die Verbindung ist ein bisschen schlechter in Berlin. Aber man rechnet, lasst es mal rechnen, im Moment sind glaube ich 9000 da unterwegs, ist ja noch ziemlich früh. Am Abend, wenn man Glück hat, werden da vielleicht 100.000 erscheinen. Was sagt uns das überhaupt, das Ganze? Also das World Wide Web ist an sich der Originaltext und nicht Internet oder andere Sachen. Die Stiefsöhne, die Google und Facebook und mittlerweile Amazon, die da so richtig auf diesem Hype richtig saugen und damit Geschäfte machen, war so nicht geplant. Es war so nicht geplant. Ja, als Verfechter des World Wide Webs, angehörig des World Wide Webs Entertainment bzw. Foundation und auch Datenschutz, Brandschutz, Diebstahlschutz aller Daten für jeden Mann gesaved, als Firma seit 1976 analoges digitales Wandeln, wird es langsam Zeit, dass wir über 60, also er ist 63, meiner einer auch, also wir kennen uns lange genug, alle Mann, die damit zu tun haben, als Söhne
der Pixelväter, Bit and Byte. So, wenn man in der Welt der Elektronik, Technik, in der elektronischen Technik zu Hause ist, jeden Tag, dann entsteht natürlich eine Sache, wo man sich fragt, hallo, was geht denn da eigentlich ab? Wenn man dann noch Geld verdienen muss damit, muss man sowieso aufpassen, was machen wir denn jetzt? Kriegen wir das jetzt so hin, dass es nicht von jedermann gekupfert werden kann? Man hat es ja, wie gesagt, auf den Weg gebracht, man hat Zeit investiert, man hat gearbeitet, man hat es vorgestellt, ja, man hat viele Firmen an seiner Seite gehabt, wie Magix gibt es leider nicht mehr, Simload, Hannelore Kraft haben das und so weiter, gibt es auch nicht mehr, Kevego gibt es nicht mehr, es gibt so vieles leider nicht mehr und ich hoffe, dass der Ventilator des Beamers da nicht so die Geräusche auf das Mikrofon zerrt, dass ihr mich hört. Es ist eine Demo, schön und gut, aber ich stehe dazu zum World Wide Web, zur World Wide Web Foundation und eingetragenes Mitglied dort und ich will auch helfen, dass dieses neue Web, seit 15 Jahren wieder an dem neuen Web, an der neuen Konstellation des Web, ein sogenannter Webvertrag, daran gearbeitet, ein Webvertrag. Dieses Durcheinander da, das ihr Internet nennt, dieses Durcheinander da, bei YouTubern, das Durcheinander bei Facebookern, das soll ein Ende finden. Es soll eine Gradlinigkeit, es soll eine Strukturierung stattfinden, dass das World Wide Web jedem gehört, jedem. Dass es ein soziales Netz ist, wo ausgetauscht wird und nicht gesucht wird. Im Moment ist das ja ein Teufelswerk, weil man ist hinter euch her, ja, ihr habt das verletzt, dies verletzt, jenes verletzt. Nein, habt ihr nicht. Nach dem World Wide Web Gesetz des Ursprungs, des sozialen Gedanken, ist nur das online, was ihr vertreten habt, online zu stellen. Das bedeutet Allgemeingut. Das haben wir auch immer den Kunden gesagt. Wenn sie etwas hochfahren, was sie nicht geben wollen, was keiner haben darf, dann dürfen sie es auch nicht. Dann sollten sie es auch nicht tun. So, wenn man das jetzt hier hochlädt, und daraus, so, dann kann man auch die MEMS machen, auch die GIFs einsetzen, die Free GIFs und was weiß ich nicht alle. Natürlich, man kann auch Bezahl-GIFs kaufen, man kann auch Bezahlmusik kaufen, GEMA-freie Musik. So, das ist ja, das könnt ihr ja auch nachweisen, aber es ist doch nicht gedacht, dass so ein Video sofort angegriffen wird, sofort untersucht wird, sofort analysiert wird, dass jetzt die ganze Welt, die gar nicht existiert, das existiert ja überhaupt nicht, hochfährt, alle Daten, damit die abgeglichen werden kann. Das ist die größte Lüge. Der Datenschutz hier ist die größte Lüge, die jemals platziert wurde. Ja? Daten schützen, das ist unser täglich Brot. Und die Daten können wir nur schützen für die Person selbst. Geht gar nicht. Wir können nicht für eine Masse da Daten schützen, das geht gar nicht. Sondern nur für die Person selbst. So, die reden und reden und reden, das sind Self-Make-Menschen da. Aber wenn wir ehrlich sind, die Studentenbewegung 1969, 66 und so weiter, also in den wilden 70er Jahre, das hätte jetzt hier richtig gerumst. Dutschke, obendrein laufen die am Dutschke-Weg lang und wissen gar nicht, wer Dutschke war, aber egal. Also die Studentenbewegung in der Zeit, wenn das jetzt in der Zeit gewesen wäre, ich glaube, da wäre ein bisschen mehr Kadaus gewesen. Viele wollen Party machen, ja. Artikel 13 ist keine Party, ja? Meine lieben Freunde, das ist keine Party. Politiker sind auch keine Pappfiguren. Politiker sind gewählte Leute, die dein Leben kaputt machen können. Und darum geht es. Es geht aber nicht, dass die Herrschaften, die überhaupt kein Recht haben auf dieses World Wide Web, das Recht auf das World Wide Web hat immer noch Sir Tim. Der Herr, ne? Er hat. Er ist der Urvater und ich hoffe, es klappt. Im Mai, glaube ich, stellt er das vor. Es gibt ein Manifest. Es gibt ein Manifest des World Wide Web Foundation. Und dazu stehe ich und ich werde es auch weiterhin beim Sondersender hochfahren, beim Sondersender euch zeigen. Wir alle sind das Web. Wir alle sind das Web. Wir alle sollten wissen, was wir tun und warum wir es tun. Wenn jemand ein Logo hochfährt, es platziert, dann ist das sozial gegeben für alle. So war der Plan. Das haben wir auch immer gesagt zu den Kunden. Wenn sie irgendwas machen, dann stehen sie auch dazu und
meckern nachher nicht rum. So, da aber jetzt viele das World Wide Web für sich nutzen wollen anstatt der Allgemeinheit, also sie entziehen das Recht der Allgemeinheit und machen daraus nichts Gutes, und das muss aufhören. Die Stiefsöhne sozusagen des World Wide Webs haben euch sozusagen im Griff, und das darf nicht sein. Sie nehmen euch auseinander, sie klauen euch eure Daten, ja? Behaupten, man dürfe das nicht und so weiter, ja? Es könnte voraussichtlich geschützt sein. Und also ein Blödsinn. Schutz ist immer noch, dass nichts geht. So, wenn dieses hier geschützt wird, dann wird das geschützt, dann kommt ihr da auch nicht dran. So, aber wenn das offen rumliegt, kann man es mitnehmen. So einfach ist es. So. Also wie gesagt, hier sind die Demonstranten. Ich weiß nicht, was eine Demo ist. Da ist eine Demo, da mischen wir mit. Ich weiß zwar nicht, was sie da mitmischen, ja. Ich weiß nicht, was das für ein Journalismus sein soll, der da jetzt abgeht. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe vor weit über 40 Jahren mal falsch studiert oder gelernt. Keine Ahnung. Ich habe seit 1976 Firma, ich habe seit 1976 das alles, dieses analoge, digitale Wandel. Egal, was auf dem Markt ist, die allerneueste Technik. Und jetzt sind wir bei Industrie 4.0, meine lieben Freunde, bei Industrie 4.0. Das bedeutet, wenn man jetzt eine Drohne hätte, die gestartet und wäre jetzt dort, wären wir live on air und wir könnten das alles aufzeichnen und senden und machen und tun. Nicht nur bei YouTube, sondern auf alle Verlinkungskanäle, die es gibt. Aber mittlerweile gibt es das ja alles gar nicht mehr. Wie gesagt, Kiwigo ist weg, Sevlo ist weg, Clipfish ist weg, Mybee. Das funktioniert ja alles gar nicht mehr. Und das schnelle Hochladen, das ist ja auch so. Also wir werden betrogen, wo wir daneben stehen. Ja, wir sollen uns eine 100 Mbit Leitung kaufen, am liebsten 250 Mbit Leitung. Wir sollen mit 5G durch die Gegend rennen und am Telefon telefonieren und nichts geht, nichts funktioniert, weil ja Upload-Filter, weil ein Filter eure Daten filtert, durchsucht, dann brauchen wir das alles gar nicht. Wir brauchen das alles. Dann können wir zurück zur Steinzeit. Ja? Dann brauchen wir das alles nicht. Seid mir nicht böse, das brauchen wir alles nicht. Ja? Wenn wir ein soziales Netz haben wollen für alle Menschen, geht bitte mal auf World Wide Web Foundation, schaut es euch an und hört zu, wenn Sir Tim sein Manifest vorträgt. Er ist wirklich nicht mehr damit einverstanden. Ich bin damit auch nicht mehr einverstanden, was da abgeht. Den Kunden wird immer gesagt, Leute und so weiter, es wird geholfen, wo man nur kann, auch sozial. Aber es kann nicht sein, dass hier, wie gesagt, hier nur Quark, 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 Quark. Also dieser Quark kann einen Politiker nicht umstimmen. Ja, das ist Quark, gequirlte Quacke ist das hier. Ich meine, die Bildqualität ist auch sehr schlecht. Er redet ja sowieso nur, und die anderen gucken, Demo, da mischen wir mit. Hey Leute, ihr müsst mal ordentliche Vorträge bringen, ja? Ihr müsst mal sagen, was euch nicht gefällt. Ja, Artikel 13 zerstört den Sinn vom World Wide Web. Und das ist das Problem. Der Sinn des World Wide Webs ist, dass wir miteinander kommunizieren, dass wir miteinander eine Fläche bilden auf diesem Planeten, dass wirklich jeder Zugang bekommt, jeder bekommt Zugang zum freien Netz, das sagt das Wort, freies Netz, und er wird nicht gemäkelt, sondern er ist, was er ist. Er darf sich dort frei entfalten, es dürfen Künstler entstehen. Aber wenn da so ein Irrglaube, ich werde YouTuber, das ist kein Beruf, YouTuber ist noch kein Beruf, ich kann kein YouTuber werden, ja. Die gesamten Sachen, die man da machen kann, es gibt so viele Tricks, ihr nehmt an, dass da Millionen Zuschauer, und tun sie nicht. Wir verwenden diese Tricks nicht. Wir sind froh, wenn einer zuschaut, dann hat einer es schon mal verstanden. Darum geht's. Noch einmal an alle Kunden, an alle Zuschauer, besonders an das NRW TV. Es gibt das alles nicht mehr. Es waren riesige Experimente, die halt nicht funktionierten, weil diese Stiefsöhne, die Stiefsöhne des Internets, alles ein bisschen anders gemacht haben wie der Urvater Tim Burns. Er hat es, wie gesagt, durch Zufall, er hat es freigegeben. Wenn er überhaupt diese Patentrechte genommen hätte, er hätte das Patent, World Wide Web, als Patent angemeldet. Meine lieben Freunde,
Wir hätten dieses Theater nicht. Wir hätten kein Theater mit Artikel 13 und Datenschutz und den ganzen Quatsch. Ja? Erstens wäre er der reichste Mann der Welt. Er wäre der reichste Mann der Welt. Aber wie gesagt, er wollte das nicht. Ist auch eine riesen Verantwortung für so etwas. Etwas zu erfinden, was die Menschen so dermaßen bereichert, dass sich der Mensch dadurch verändern kann. Und diese Bürde tagtäglich mit sich rumzutragen. Ich glaube kaum, dass irgendeiner da Interesse hat, so eine Bürde mit sich rumzutragen. Ja, also, wie gesagt, die Demo läuft hier in Berlin. Ich schaue mir dann an, wie gesagt, die Qualität ist hin und wieder gut. Leider im Stream-Bereich ist es schlecht. Also, es ist noch nicht ausgewogen alles. Wir haben schon die allerneueste Geschichte. Ich weiß auch nicht, was er dann nutzt. Ob er jetzt 4K nutzt oder nicht. Jedenfalls, ARD war da. Diverse andere waren da. Die Kundgebung könnt ihr jetzt mal eben schauen. Viel ist es nicht. Das ist dieser Wagen dort. Einige wollen eine Party machen. Also wie gesagt, eine Demo als Party. Ich weiß es nicht. Artikel 13, 9a, 11, Verlinkungssteuer da. Und 13, also auf Deutsch gesagt, der Herr Voss will wirklich das Internet schließen. Haben wir nichts gegen als World Wide Foundation. Das World Wide Web Foundation wird ein neues Konzept auf den Markt werfen, ein neues Konzept des World Wide Webs für alle, wirklich für alle. Lustigerweise ist ja auch schon die Bundesrepublik Deutschland dabei. Ja, sie ist dabei. Sie hat unterschrieben beim World Wide Web Foundation. Ja, also meiner einer gehört auch dazu, deswegen sagt er das. Und jetzt wird es langsam Zeit, weil am 12.03. das World Wide Web 30 Jahre alt wird. Und weil Sir Tim es vorstellen will im Mai. Im Mai kommt das allerneue World Wide Web und es steht 50-50, dass es gekippt wird. Also dass das alte, was ihr kennt, wegkommt, dass Verträge, dass das World Wide Web unter Verträge läuft. Staatliche Verträge, World Wide Verträge und dass jeder Zugang bekommt. Jeder Mensch kriegt Zugang, verbindlichen Zugang. Bin ja gespannt, ob das klappt. Also daran denkt ihr ja leider nicht, dass jeder das Recht hat, da zu sein. Nicht bei der Demo, sondern online oder seine Sachen verbreiten. Dass er Handel treiben kann mit dem World Wide Web. Ja, wie viele da jetzt rumlaufen, weiß ich nicht, sind meist ziemlich junge Leute. Ich habe vorhin mal reingehört, wie gesagt, die eine wollte Musikparty machen. Ne? Eine Musikparty hat nichts mit Artikel 13 zu tun. Man hätte die Konfrontation mit den Verantwortlichen, besonders mit Herrn Voss, suchen sollen. Man hätte zu Herrn Voss gehen sollen und nicht so ein Plakat. Ich bringe mein eigenes Plakat mit, denn so sauer bin ich. Hallo. Oder ich bin kein Bot oder was weiß ich. Ich bin kein Bot. Ich finde das immer so toll, dass er hier beim Drehen auch noch Geld verdient. Ja? Das finde ich auch so stark. Ihr spendet ja auch noch. Ihr spendet ihm noch Gelder. Ich finde das toll. Ich finde das super toll. Wenn ich so bedenke, dass eine Kopie 20 Cent zu teuer ist, aber für nichts, für gar nichts, 500 oder 5 Euro spenden, das finde ich schon eine Leistung. Das finde ich wirklich eine Leistung von euch, wenn 20 Cent eine Kopie zu teuer ist oder überhaupt eine Dienstleistung. Eine Dienstleistung für 20 Cent ist euch zu teuer, aber das hier kostet, gibt ihr freiwillig 5 Euro, 500 Euro. Muss ich sagen, ihr seid gut drauf.